Liebe Schwestern Bruder, von der christlichen Schriftstellerin Gertrud von Lefort stammt der Satz: Geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. An der Erziehung eines Kindes wachsen auch die Eltern seelisch. Es werden neue Lebenskräfte in ihnen geweckt und vielleicht auch eine neue Sichtweise auf das Leben. Einmal saßen zwei Mütter zusammen. Die eine erzählte ganz stolz: Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Die kommen im Studium gut klar. Stellen Sie sich vor, die machen alle drei gerade ihren Doktor. Die zweite Mutter war ganz schweigsam und hörte sich sehr verschämt das Lob der anderen auf ihre Kinder an. Ja, sagte die zweite Mutter, ich habe auch einen Sohn, aber der kommt im Leben gar nicht gut zurecht, kann gar nicht mit Geld umgehen, immer macht er Schulden. Mein Mann und ich fragen uns jeden Tag, was wir falsch gemacht haben. Liebe Mitchristen, haben Eltern versagt, wenn die Kinder eine andere Richtung einschlagen, als man das üblicherweise erwartet? Um es in der Sprache des heutigen Evangeliums zu sagen, ich kenne eigentlich nur Mütter und Väter, die auf ihre eigene Weise versuchen, im Sinne des heutigen Evangeliums ihren Kindern so viel Liebe und Lebensweisheiten mitzugeben, wie sie können. Natürlich haben sie auch Fehler gemacht und es rutschten ihnen manchmal unnötige Worte an der falschen Stelle raus. Aber wo Menschen sind, da sind doch auch Fehler. Ich kann solchen Eltern nur sagen, wenn sie die Grundhaltung der Liebe hatten, haben sie nicht versagt. In jedem Menschen steckt ein eigenes Leben und ein eigenes Wachstum. Eltern können es nur pflegen. Aber in welcher Richtung ein Baum wächst, können sie nicht bestimmen. Das ist die Sichtweise, die den Müttern und Vätern geboren wird. Aber wie viele Menschen denken, sie hätten die falschen Eltern? Das ist müßig, darüber nachzudenken. Die Eltern, die sie haben, sind für sie genau die richtigen, denn sie haben ja keine anderen. Und auch die Mütter von ganz großen Menschen müssen oft akzeptieren, dass ihre Kinder andere Wege gehen. Liebe Schwestern und Brüder, das Muttertagsfest hat in Deutschland keine sehr lange Tradition verglichen zu dem Feiertag in Indien mit seinen Jahrtausenden alten Hochachtung von der Stellung der Mutter. Die indische Tradition kennt ein Mantra: Matru Devo Bhava. Matru Devo Bhava, das heißt, die Mutter hat göttlichen Rang. Am Muttertag sollen die Kinder ihre Mutter nicht nur mit einem Geschenk erfreuen, sondern sie knien vor der Mutter und erbitten ihren Segen. Wenn die Mutter segnet, segnet auch Gott, weil die Mutter einen göttlichen Rang hat.
Deshalb sollen Eltern ihre Kinder segnen, auch in wirklichen Ritualen bei Morgen- oder Abendgebet. Denn der Segen von Vater und Mutter verstärkt die Wurzel, macht sie widerstandsfähig. Und diesen letzten Gedanken sollten wir aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Gott ist für uns Vater und Mutter zugleich. Er segnet dich in jedem Fall, an jedem neuen Tag, den er dir schenkt, sagt er dir, es ist gut, dass es dich gibt. Amen. Ich wünsche allen Müttern an ihrem Ehrentag alles Gute, viel Liebe und Gottes Segen. Amen.